Enduromaniacs, die härteste Enduro-Rallye der Welt. Favorit Gerhard Forster navigiert sicher durch den Nebel, doch die Gegner fahren ihm einfach nach. Ein bisschen ärgert es mich schon, weil wenn ich meine Geschwindigkeit fahre und genau navigiere, glaube ich, können wir uns nicht mehr nach, weil sie sind auch wieder oft verfahren. Es ist schon, ja klar, wenn ich mal ein bisschen einen Abstand haben darf, dann wäre es besser. Die Etappen führen durch Gelände, das normale Menschen nicht einmal zu Fuß bewältigen würden. Was hier so spielerisch aussieht, ist Extremsport. Da kommen selbst gestandene Enduristen an ihre Grenze. Ich glaube, ich habe die Krise. Ja, jetzt ist Sonnenschein, aber ich dampf. Neben dem Gelände stellt sich auch die Navigation für manche als Hindernis heraus. Gerhards Herausforderer Paul Bolten hat sich verfranst. Während Gerhard wichtige Meter gut macht, irrt der Verfolger im Dickicht herum. Aber wenigstens hat er noch trockene Füße. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war die ganze Zeit gut dabei, auch als es diese Straße hochging. Und als ich oben war, musste ich feststellen, dass ich Checkpoint 10.2 verpasst habe. God knows, I'm well annoyed.